Wir müssen ganz kurz Mikrofontests machen. Vielleicht kannst du gerade mal den Whisky vorlesen. Mhm. Dein Mikrofon. Trinken wir süße Vanille mit Karamell. Klingt super eklig. Und Kirschen fruchtig mit Vanille und reifen Aprikosen. Langweilig und sherrytönig im Abgang. Dankeschön, Margarete Stokowski. Wir befinden uns bereits in der Warm-up-Phase für die Sendung. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer im Internet. Das ist unsere Gästerunde. Johannes Kneifel, kannst du vielleicht auch mal ganz kurz ins Mikrofon reinsprechen? Olli gleich noch dazu, ne? Olli wird noch geeignet. Ja, das mache ich sehr gerne. Kann ich gleich fragen, in welcher Flasche denn welches Wasser drin ist? Das ist ganz normales Wasser. Ich glaube, es ist beides stilles Wasser, ja, oder? Ist das? Beides stilles Wasser? Das ist sehr gut. Und das ist echter Whisky. Und wer noch was anderes trinken möchte, der bestellt sich das gerne. Die Mikrofone sind echt, also wenn ihr näher rangeht, dann werden sie lauter, wenn ihr weiter weggeht, dann werden sie leiser. Keine angesteckten Mikrofone. In der Mitte befindet sich ein Knopf. Dieser Knopf ist mittlerweile technisch so weit fortgeschritten, dass wenn wir ihn drücken, und auch wirklich so, dass im Schnitt nichts landet. Also es ist wirklich Hand aufs hier geschworen, Hand auf die Bibel. Das kriegt niemand mit. Das findet nicht statt. Außer vielleicht die in der ersten Reihe, die müssen dann aber schweigen. Ich habe Cola. Jenny, magst du auch mal kurz dein Mikrofon testen? Ich habe meine Cola Light hier. Wo kommst du denn her eigentlich heute? Jetzt gerade aus Hamburg. Ah, okay. Mit dem Zug oder mit dem Flieger? Mit dem Flieger. Mit Flieger aus Hamburg? Ja, mit Flieger aus Hamburg, ne? Schön Fußbüttel ab und dann hier, ne? Ist das nach Hamburg auch so ein weiter Weg zum Flughafen? Nein, gruselig. Doch, von mir aus wohl. In Hamburg, wenn man in Berlin wohnt, ist alles klein in Hamburg inzwischen. Wirklich. Nichts mehr. Früher hat man sich aufgeregt, dass man mal eine Viertelstunde fahren musste. Du brauchst eine Stunde vom Westen in Osten zum Beispiel. Ja. Katastrophe. Noch länger. Katastrophe. Und Claudia Roth, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Sie sind noch heute Abend auf ein Fußballspiel eingeladen. Ja. Als Augsburg-Fan, aber... Ja, heute Abend ganz entspannt, weil heute kann in Augsburg nichts passieren, egal wie Köln oder Bremen spielt. Sie laufen ins Rhein-Neckar. Morgen wird's hart. Morgen ist Augsburg in Gladbach. Ah, okay. Wird's hart. Gladbach. Da wird's hart für uns. Und ist auch immer noch die Fohlenelf? Ja. Ist immer noch die Fohlenelf, ja. Hat sich nicht geändert. Seit den 70ern. Genau. Ja, sind jetzt alte Gäule, aber... Ja, genau. Kurz vor Pferdewurst. Ja, da vorne sind Kühlsteine. Und ich kann nur alle ermutigen dazu, einfach reden und dann, je länger wir reden und je eher wir quasi ein echtes Gespräch haben, desto... Wir kommen nach Haus. Das zum einen. Ihr geht erst weg, wenn die Sendung richtig geil ist. Bei Kerner ist letztens in der Aufzeichnung einer gestorben. Hör auf. Wirklich. Die haben 8 Stunden in Ossendorf aufgezeichnet, ist einer gestorben. Rein statistisch, wenn du da 1000 Leute sitzen hast, in 8 Stunden stirbt halt einfach einer. Statistisch. Von 1000 Leuten stirbt einer. Und die haben die Aufzeichnung nicht unterbrochen, der wurde quasi da kühl gelagert unter der Zuschauertribüne und hat noch bei dem Spiel mitgemacht und hat auch gewonnen gegen Kerner. Der wurde mit dem Kühlstein bedeckt. Genau. Einfach, ne? Oh, letzte Woche saß Kerner auf dem Platz. Letzten Monat saß Kerner auf dem Platz. Nee, auf dem Platz saß Maischberger saß hier. Ja. Und wer bin ich? Du bist, Na komm, Gerd Skobel. Gerd Skobel bist du. Gerd Skobel, du bist Bettina Rust. Du bist Bettina Rust. Genau. Merkt ihr die Aura noch in den Stühlen? Ja. Fühl schon so unten rum was. Oh Gott. Ja, war eigentlich ganz nett. Hattest du schon den Whisky? Will einer von euch... Nee, du bist... Ich trinke auf jeden Fall Whisky. Wirklich? Fangen wir schon an? Noch nicht. Es geht los, wenn sie Billeberg das sagt. Noch irgendwelche Gibt Fragen? Gibt es eigentlich alkoholfreien Whisky? Nein. Was soll das sagen? Lustig. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, oder? Margarete, nein, du trinkst heute einen. Ahornsirup. Genau, das ist ein Whisky. Auf jeden Fall, deswegen bin ich hier. Ja, aber ich habe immer gehört, wenn du betrunken bist, wirst du so kampflustig. Nein, ich werde total entspannt, ich will knutschen. Dann trink mal einen. Ich wollte nämlich heute nicht trinken und nicht rauchen in der Sendung, weil ich immer der Einzige bin, der es in der Sendung macht. Ich rauche nicht. Nee, wir machen das heute alle. Rauchst du auch? Ja, ich rauche auch. Und du auch, alles ne? Opfer der Zigarettenindustrie hier. Peinlich. Ja, finde ich auch super peinlich. Oh, erst jetzt sind wir Unterton. Aber ganz fromm geworden, ja? Das hat mit fromm gar nichts zu tun. Du kannst ja für uns beten. Nein, ich habe Kekse gerne gespeist. Haschkekse? Und zwar alle unisono. Hattest du mit? Nein, ich habe keine gesagt mit. Aber wenn man... Wenn mein Vater hat, der Reno geraucht hat, das war so ekelhaft. Mein Opa hat HB geraucht. Ja, das ging ja noch, der ging an die Decke. Aber Reno, der kalte, der Gestank. Und das ging gar nicht. Dann hab ich eine Zeit lang Pfeife geraucht. Die Tangs geraucht. Zum Image, ne? Ja, musste mal. Harte Männer. Harte Männer, genau. Aber wo ich die Lunge nach einem Ding aussieht, als wenn du die einmal umgekrempelt hast. Das war die Zeit, wo Männer mit grauen Haaren noch so gelbe Schläfen hatten. Das gibt's ja heute gar nicht mehr. Vom Rauchen? Ja, vom Rauchen. Wirklich. Finger und die Finger. Und mein Opa hatte so wirklich so zwei so gelbe Finger, Zigarettenfinger. Wenn man noch selber dreht und so. Und
Olli ist jetzt auf Indianer-Zigaretten, wo zum selber drehen, damit du nicht mehr so oft rauchst, ne? Das ist wahr. Ja. Wir müssen mal kurz in die Kamera schauen für ein Foto für den Ben. Ben, machst du ein schönes Foto von uns, repräsentativ. Hast du deine eigene Kamera mitgebracht, Ben? Ja, der hat eine Leica sich von Paul Ripke ausgeliehen. Der Ben ist nicht, der war in der Ripcademy. Der Ben hat die Ripcademy mit 1.0 abgeschlossen. Ich dachte, keine Schleichwerbung. Ben, der neue Helmut Newton, Alter. Wow, krass gesehen, wie er das gemacht hat. Guck mal, wie der drauf drückt. Das ist fast ein Film, Alter. Der macht Daumenkino. Daumenkino. Super. Alles klar, dann sind wir soweit, ne? Ihr bleibt am Tisch sitzen. Wir müssen kurz mal aufstehen und dann so reinkommen und so tun, als hätten wir es noch nie gesehen. Und genau, aber gibt es noch irgendwas zu sagen? Habt ihr noch Fragen? Ich habe mein Handy an. Ich habe mein Handy auch an. Ihr habt eure Handys auch so aus, ne? Ist nämlich eine Handysendung, aber nur für uns beide. Alright. Okay. Let the madness in the... Oh, nee, soll ich nur mal sagen. Okay, bis gleich. Tschüss.